Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das wird ein Berlin-Vlog, Leute. Und zwar, ich bin gerade in Berlin und habe Federico Valverde getroffen. Mein Bruder Herz, was ist deine Opinion about Arda Güler? Arda Güler ist ein Top-Player. With an underrated community. There are some people, they hate him and underrest him. Arrest him. Auf jeden Fall, Leute, musste ich auch hier. Ja, ich bin immer vorher in Berlin. Wir chillen, maybe auch Fußball Challenge. Lasst ein Like da, ein Abo da, weil ich bin kurz vor 100k. Und ja. Nero, Hawaii, flieg mit den Logos nach Hawaii. Turn up die Hände. Hey, wait. So, Leute, wir haben jetzt hier Marlon gesichtet. Meine Jungs aufpassen, Berlin. Gut, gut. Deine kleinen Bres. Marlon hat, war gerade Cut. Marlon, zeig mal Cut. Auf Ernst? Marlon ist ein bisschen, sieht aus wie der Paul. Und Musti? Oder Musti ist klar, Bro. Ich weiß nicht, wieso du so fragst. Ey, aktuelle News. Arda Güler zu Barca. Okay, fatal. Er und Gavi in einer Mannschaft. Oh, ist er besser als Musiala? Ehrlich jetzt, Bruder. Ohne, also ohne Türkei. Wie alt ist Musiala? Musiala? Wie alt ist nochmal Musiala? 25? Zwei Jahre älter. Ja, Bruder, dann ist es so gleich. Ja, guck mal, ihr lacht, Digga, aber ich bin ganz ehrlich. Stark, Musi, stark. Aber Bruder, man musste das lassen, dass du so zu deinen Leuten und deinen Spielern stehst. Abgewichst, war wohl nichts. So. Sehe ich da immer Marlon postet Stories, Sydney, immer hier von Lomi. Und jetzt bin ich hier und wir essen jetzt hier auf Vlog. Du wirst jetzt sehen, ob das schmeckt oder nicht. Hau. Ah, für Deutsche Musti ist krass. Musti ist krass. MVP. Look at pancakes. MVP. Pancakes, Bro. Soll ich mal testen? Ja. Nur mal den Live-Test, Bro. Ja, mit Früchten und so. Ja, natürlich. Früchte sind immer ein bisschen gut für den Bravo, mein Löwe, Junge, Löwe. So, Leute, wir waren gerade bei, wie hieß das nochmal, Marlon? Lomi, nah am Wasser, ne? Ja, so ist das früher jetzt. Achso, das war top, Leute, top. Also, falls ihr eine Freundin habt, geht dahin frühstücken. Musti zum Beispiel. Musti, ja, er wird Musti. Bald, Bro, bald. Man sieht ihn bald. Inshallah, one day. Schön, schön, schön. Damit dein Kind auch Arda, Kerem. Wie würdest du dein Kind nennen, ehrlich? Kerem. Wirklich? Ja. So, Leute, wir sind jetzt bei Sid, Riz Landes. Ja, am Chillen. In Sydney's Crib. Ich bleibe auf jeden Fall bis Montag früh. Und. Oha, muss ich hier dein Gymbo-Trikot? Siehst du das hängen? Ja. Von Malle. Weil Sid und Roat und Daniel fliegen ja am Montag zu Rolling Loud nach Portugal. Deshalb. Ellie ist jedes Mal so süß. Ellie ist wirklich wunderschön und süß. Rocky springt mich immer ein bisschen an und spielt, aber Ellie ist so ruhig. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass sie weiblich ist, aber ich weiß es nicht. Sydney macht gerade Aufnahme und wir haben jetzt Sydneys Wohnung gejumpt einfach. Du bist aber Paket, Amor. Das war so ein Chef. So, Leute, Sydney hat Fokusaufnahme fertig. Mein Bruder, und wir nehmen jetzt auf Sydneys Kanal Ariana. Ich versuch's jetzt mit Sid zu risen. How to risen mit meinem Bruder. So, Leute, wir haben jetzt bei Sid Ariana aufgenommen, wie es ausgefallen ist. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ob wir sie gepult haben oder nicht, checkt ab. How to riz. Ja, ja. Bisschen so, wenn wir arg abchecken. Und jetzt planen wir, was wir machen heute. Auf Lockere mit dem Briss. So, Leute. Sydney ist am Gucken. Musti schläft. Sid ist gucken für seine Kleinen. Ich hab einmal. Sahnesoße mit Garnelen, Baby. Von Strada. Ich hab einmal in meinem Leben Garnelen gegessen. Ist das schlecht? Ja. Was mit Oktopus? Auch Tintenfisch? Okay. So, Leute. Sydney's Nudeln waren top, aber. Ich hab schon 0 von 5 auf Klo gehen. 0 von 5 Winchell ins Klo gehen. Ich vertrage scharf nicht so krass. So, das Ding ist, ich mag scharf, aber ich vertrage es nicht gut. Das ist halt das Ding so. Ihr wisst schon, was ich meine. Dead Body Report. Kerem Arda Güler. Leute, musste ich zum vierten Mal oder so eingepennt. Und wir wollen schon mäßig los. Sind 2 Stunden schon wieder. Jetzt reicht. Das ist auch das Heavy.
Mach noch ein bisschen. Wie viel Minuten Mach so. Warte, so delayed. Bruder, schau dich die ganze Zeit ein. Musti, Bruder, einfach andere Ping, Bro. Ich bin hier mit Musti. Wir gucken Ted Lasso mit Ellie. Wir haben chillen mit Ellie. Und Sydney ging es nicht so gut heute. Deswegen haben wir mehr gechillt. Ja, wir gucken, dass es morgen gut geht, weil wir wollen morgen Fußball-Challenge machen. Bei mir und bei Ellie auf dem Kanal. Und ja, am Abend ist auch E-Date, morgen Big Day. Und ja, ich gucke Ted Lasso. Ich habe Empfehlung von Ermin bekommen. Und ich muss sagen, ich bin echt sehr zufrieden. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mich die Serie so catcht. Ich würde noch so ein bisschen mehr Fußball-Ingame-Szenen wünschen. Aber wirklich Top-Serie. Top-Empfehlung von mir, Geheimtipp. Tag 2, Leute. Gestern, wir haben gechillt. Netflix und Chill mit Musti habe ich gemacht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt auf dem Hertha-Gelände. Nehmen jetzt Fußball-Challenge bei Eli auf. Und bei mir. Und wir haben einen neuen Rizzler. Boah. Nein, ist geil. Ja, du hast noch nie diesen Look gehabt. Normal, Bro. Katie, wie du siehst gut aus. Auf jeden Fall. Treat me like YT, Musti, Micha, Keeper von Delay und Alieu. Ali. Ich sag, Ali heute wenigsten Punkte der Fußball-Challenge. Wie Messi. Was sagt er da? Keine Ahnung, Alter. Oha? Der Icardi ist besser als Messi. Oha? Ja, Bruder, das meine ich auch. Das meine ich nicht ernst. Ist nicht besser. Ja, doch, Bruder. Safe. Arda Güler ist nicht gleich gut wie Gavi. Oh. Sagst du nein? Bruder, der hat eine halbe gute Saison. Wenn Arda Güler bei Barca spielen wird, er wird genauso spielen wie Gavi. Erstmal Wasser, Bro. Muss ja sagen, alle Leute, 0 Punkte, er macht kein Tor. Warum aus hatest du so? Ja, ich meine jetzt. Sag, Messi ist der beste Spieler. Ich hab doch nur von Gala gesprochen. Was, Ali, was sagst du? Gala Platz, Bulli? Untere Tabellen, ja. Untere Tabellen. Was laberst du? Oha. Nee, wir werden Meister. Steck auf. Abstiegskampf. Was? Augsburg gegen Gala. Was sagst du, Ergebnis? Nein, 3-0 Augsburg. Handicap Augsburg. Oder 4-0 Augsburg. Oha, muss das, sagt er. Keine Ahnung von Fußball. Wer wird heute letzter bei Challenge? Ali. Okay. 100%. Die Schüsse fallen, Ali. Die Schüsse fallen, Bruder Herz. Ich rede nicht so viel. Gut, zeig auf Platz. Treat me like my team. Don't give me back. Ey, das ist krass, City. Das ist krass, Bro. Krass! Gigo, Inter Miami vor Messi sogar. Junge, Mann, ey, das ist halt so geil. Warte, mach check. Hey! Leute, der Squad. Gavi, Garnacho und Valverde. Auf Hertha-Gelände. Aber erst hat funktioniert. Ja, ja. Muss alles in Bewegung sein, Eros? Gut. Oh! So, Leute, Fußball-Challenge sind fertig. Mit den Brees. Checkt auf jeden Fall dann die Fußball-Challenge ab. Also, ich glaube, es wird eine bei mir kommen und eine bei Eli. Ist ja geil geworden. Später, ich muss Reason bei E-Date wieder. Du bist gar nichts, Digga, außer deiner Hand. Nein, Bro. So, warte mal, hier können wir Gerüchte küssen. Man sagt, du hast einen langen Schwanz. Long doch. Stimmt das? Das kann ich nicht sagen. Sydney meinte, du hast einen größeren als Sydney. Sid, wir haben den Talk wieder. Schlongdoss. Nein, Bro? Nein, nein. Ja, hä? Bruder, ich komm, hab so geschaut, ich hab das schon erzählt. Ich so, Digga, ich hab so Eli Fernseher-Stream an. Ja, also das können wir nicht erzählen. Also. So, Leute. Ich mach auf jeden Fall nach Fußball-Challenge E-Date hier mit. Und natürlich mach ich mit für meinen Bruder Sidney und Daniel. Meine Coaches, obwohl wer was macht, ist Marlon. Dies, Amusti ist auch da. Digga, ich war ein bisschen am Shake gerade. Digga. Marlon, erzähl das mit Mute-Taste. Ey, das geht raus aus dem Call, will sich muten und er trifft den Knopf nicht, weil er. Und ich hab wieder entmutet, ich hab selber gedrückt einfach. Aber gut erste Runde. Gute erste Runde, kommt 100% Runde weiter. Dankeschön, Frau, Dankeschön. Und hier ist auf jeden Fall mein Handy und so mache ich mit. Und so scout mir das Ganze. Watch Party, so. Leute, wir sind out. Wie weit sind wir gekommen, Jungs? Brace, wie weit? Es sind noch drin Revi. Also, wie kann. Bruder, ich küsse dein Herz, dass Revi noch drin ist. Das ist eigentlich unmöglich. 16. Finale. Dann Dull noch drin. Omed und Tom Supreme. Die Jüngsten sind out.
Wegen Alter, Leute. Aber merkt euch, Alter ist nur eine Zahl. Hat nichts mit der Reife zu tun. Ja. Elders war heute gut, muss man wirklich sagen. Bruder, ich hab nichts verkehrt gemacht. Kannst nichts vorwerfen. Also, genau. Tom hat gewonnen, Leute. Bleib gesund, ja. GG's Tom. Unsere Prediction war auch Revi und Ding Tom Finale, wirklich. Das haben wir vorhin schon discussed. Ja, wir sind leider Achtelfinale oder so raus, Leute, aber weitermachen immer. Und niemanden in neuer Kopf lassen, merkt euch das. Dead Body. Dead Body. Das ist krass. Alle sind krank. Dead Body. Und ich chill hier und guck wieder Ted Lasso. Open up, open up. The locker, cook roll down. So Leute, wir haben auf jeden Fall gerade geweint bis Junge, wie oft das kommt im Vlog, ist geisteskrank. Das kommt vielleicht öfters als wir sind jetzt mit dem Bres, Leute. Wir sind mit dem Bres. Wir spazieren jetzt hier ein bisschen. Mit dem Bres. Sagen. Bisschen outside. Also, wir haben gerade Bilder gemacht und wir sagen, wie fresher aus. Tschüss. Ellos, du bist ein wirklich krasser Dickrider. Hä? Einfach sagen. Also? Ey, Slumpy, Bro, ich gönn's nicht, Mann. Gönn ihm doch, Bro. Bubble Tea mit den Brit. Schmeckt sie das? Es geht, Bruder. Ist auch okay. Also, er findet das so voll krass. Ja, Snip findet's krass. Aber ich find's mit. Ja, ist okay. Ich mag diese Bubbles nicht so krass. Ja, komisch, weil das ja, ich mag so nur Tee, ohne Bubbles. So, wir sind jetzt in der Halle, Leute. Den Sonntagabend ausklingen lassen mit Sydney und Slumpy. Tamam, Abi, tamam, Herr Fiede. Sydney macht, Sydney verliert minus 30% Hip bald mit Frau, Kind, Sohn. Blumenbeet, Garten. Er zieht weg, er erzählt uns seine Pläne. Kochen und einkaufen gehen. Ja, und mich hat, Slumpy und mich hat das richtig traurig gemacht. Ja, aber. Aber mit Jaden, ja, sein Sohn. Guys, wir haben ein 1v1. Marlon against Daniel Slumpy. Als ob Marlon! Oh! Okay, okay. Ne. Oh! Fucking AD! So, Leute, 2v2. Mein Ark und ich haben gewonnen. Ein Unterschied gegen Slumpy und Marlon. Ich bin so dead body, ich muss laufen gehen. Für illegaler Cup. Digga, dein Ausdauer ist echt hart. Sag ehrlich? Ja. Geisteskrank, ich sag auch. Fatal. Aber ich geh laufen. Philly Jello Cup. Slump, wenn du triffst, Fufi. Hey. Komm, Fufi, wenn du triffst. So Leute, wir waren gerade ballen. Und wir haben einen Bug gefunden. Nee. Nein. 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 Also, hä? Guck mal, Sydneys Garage. Ich wollte das Spaß gar nicht. Ich wollte erst gar nicht testen. So. Ich dachte, das hat auch Spaß angefasst. Man denkt die ganze Zeit, das ist nass. Also guck mal auf den Boden. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber. Digga, das ist nicht nass. Das war hundertprozentig nass. Guck mal. Hä? Bruder, es gibt Real Life Bugs. Ich sag's ja. Ja, guck, man sieht's. Come on! Das ist safe, Buggy. Leute, musste ich noch immer Dead Body? Part 26. Er hat vorhin geschnarcht. Und ich bin etwas großem auf der Spur mit Daniel. Weil ich hab gedacht, wenn man seitlich liegt, kann man nicht schnarchen. Kann man nicht schnarchen. Ich hab auch mal gedacht so. Aber das ist krass. Und weißt du, was ich mich auch frage? Also erstmal das und dann sagt mir Slumpy wegen meiner Aussprache. Das schnarchen. Heißt, das heißt schnarchen, nicht schnarchen. Schnarchen? Hier, der Typ, wirklich. Du bist ja irgendwie, Bruder, lass nicht in deinen Kopf, muss. Hier muss guck mal seine Hülle. Ja. So, ich wiege mich jetzt und ich predikte 64. Kann, also ich weiß nicht, weil ich mich letztens gewogen habe, aber kann sein, dass ich, also ich glaube, ich bin dünner geworden. Ich bin safe dünner geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 60 Kilo. Road to perform all. Durchziehen. You versus you mit Arda. Hey Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like
Abo da, lasst Supporter. Ich denke kurz vor den 100k. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wegen dem Ende jetzt, wegen dem Outro. Ich bin mit Daniel und Bilo zurückgeflogen und ich hatte fast nichts gepennt und ich bin jetzt eingepennt und alles und ja, also ich bin dead body, aber wir sind eh nur zum Flughafen gegangen, weil die Jungs gehen nach Rolling Loud, nach Portuginis. Ich bin jetzt back auf der Strada wieder. Lasst auf jeden Fall Support da. Ich küsse euer Herz, Leute. Es war einfach ein entspanntes Wochenende in Berlin bei meinen Jungs, weil Sydney war auch leicht krank und Musti war krank. Also wir haben auch nicht so viel unternommen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Lasst Support da, Liebe da und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Treat me like